Das Gebäude der alten Kreissparkasse in Mössingen gehört bald der Vergangenheit an. Bereits seit dem 30. Juli stehen in der Freiherr-vom-Stein-Straße die Bagger. Der Grund für die Maßnahme: Am Standort soll mit dem sogenannten Haus der Region ein gemeinsames Verwaltungsgebäude für den Regionalverband Neckaralb und den Zweckverband Regionalstadtbahn Neckaralb entstehen. Nach den ersten Arbeiten im Juni diesen Jahres wird jetzt die alte Verkleidung des ehemaligen Kreissparkassengebäudes entfernt. Die Abbrucharbeiten sollen voraussichtlich im Herbst 2024 abgeschlossen sein. Während der Arbeiten seien laut dem Regionalverband Neckaralb voraussichtlich keine Einschränkungen für den Verkehr zu erwarten. Wegen der lärmintensiven Arbeiten bitten Regionalverband und Zweckverband um Verständnis.